Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, wir spielen heute World of Subways über in Berlin. Wir fahren heute den Kurzläufer von der U7 von Brit Süd nach Rudow, genau. Hier mit dem vierteiligen neueren Wagen, also der neueste. Die lange, also der Zug, der dann wirklich durchfährt, die ganze Linie, der fährt dann hier bis zur 6 vor. Wenn man es halt je nachdem so eingestellt hat. So, wir steigen ein. Leute sind eingestiegen, wir lassen die Türen zumachen. Achtung, Ansagen sind ziemlich laut. Zurückbleiben bitte. Oh, ich habe die Türen zu früh zugemacht. Ja, bin ich ein bisschen ausgerutscht mit meinen Fingern. Egal. Und wir fahren einfach mal los. Nach Brit Süd. Und schauen, was uns erwartet. Johannisthaler Chaussee. Übergang zum Metrobus. Genau. Wir haben soweit grün, also es passt. Ganz entspannt hier. Die U7. Das Spiel ist ja noch für Windows 8 gedacht, also da verzieht sich ja teilweise den Bildschirm. Mit Windows 10. Da ich gleich auch mehrere Bildschirme habe, dann verzieht sich das. Aber ist auch akzeptabel, also es funktioniert alles noch. Daran sollte es nicht scheitern. Johannisthaler Chaussee, weil JT kennt die Haltestelle schon auswendig, weil sie das Game auch durchgesuchtet haben. Ja gut, die Bremse wollte ich jetzt nicht einlegen. Ich muss mir noch wieder dran gewöhnen, wie man bremst, weil ich bin mit den Bremsen hier nicht mehr vertraut. Früher konnte ich da blind bremsen, mittlerweile. Zug nach Rudow, einsteigen bitte. Mittlerweile weiß nicht mal ich mehr ganz genau, wie das da funktioniert. So, wir fahren. Zurückbleiben bitte. Mal dem anderen zu. Wir können beim Kollegen sowieso nicht einsteigen. Also, ja. Aber das Game ist ganz nice, würde ich sagen. Also, ich habe es immer gesuchtet früher. Lipschitz-Allee. Ich hatte damals aber auch Windows 8. Muss man dazu sagen. Da ging das Game noch besser. Lipschitz-Allee, deswegen LA da unten, nächste Station. Wir sind zu früh, aber ist jetzt erstmal wurscht. Also wir sind zu spät wieder. Geht's Keule wieder los. So. Dann halten wir hier ordnungsgemäß an. Die Haltestellen sind sehr gut nachgebildet. Die erkennt man sofort wieder. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Die Ansagen sind natürlich nicht 100% realistisch, aber sie sind gut. Für damals auch. Das Game ist ja ziemlich alt. Ist das Game echt gut geworden. Abfahrt. Zurückbleiben bitte. Tour-Sounds auch richtig gut. Ja, die sind auf jeden Fall in Berlin auch so. Zumindest als ich in Berlin. Ich bin jetzt zwar kein Berliner, aber ich war schon oft genug in Berlin. Wutzki-Allee. Wutzki-Allee. Ah, wir haben gelb. Ja, da freue ich mich ja immer. Freut sich jeder U-Bahn-Fahrer. Über ein gelbes Signal. Ach ja. Rollen wir mal entspannt nach vorne. Es bringt nichts, wenn wir jetzt da mit Vollspeed durchfahren und dann vollbremsen vor dem roten Signal. Damit hat keiner was gewonnen. Ja. So, da vorne ist schon das rote Signal. Das ist sogar ziemlich knapp. Ja, da gibt es auch Notbremsen dann dafür. Sounds sind... Naja. Die sind jetzt einfach durchgerusht. Und jetzt hören wir aber nichts mehr.
Aber ist doch schön so entspannt, schön ruhig. Und dann vorm Signal natürlich zum Stehen kommen. Ich bin da früher auch immer durchgerusht. Ah, und da war schon grün. Ohne stehen zu bleiben. Ob man den Haltestellen wirklich immer so reinbiegen muss, das weiß ich nicht. Klingt ein bisschen komisch. Schaut komisch aus. Zug nach Abschluss Spandau. Einsteigen bitte. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie der die Ansage schon macht. Hier müssen die mit 4 Wagen auch vorne halten. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Warum auch immer. Da kann man sich ja zurücklehnen. Das ist eigentlich ein sehr entspannter Job, muss man echt sagen. Zurückbleiben bitte. Ja, auch. Zurückbleiben bitte. So. Zitadelle. Nee, Zwickauer Damm kommt jetzt. Zwickauer Damm. Ja, die Ansagen, da kenne ich noch tatsächlich auswendig. Da kann mich keiner lenken. Da klingelt meine Uhr. So, da war es nichts Neues. Da klingelt eh alles wegen der Kleinigkeit. Den. Kommen Sie zum Den. CD, Zwickauer Damm, ZD, genau. Zug nach Rudo. Einsteigen bitte. Wunderbar. Lass mal sie aussteigen hier. Zurückbleiben bitte. Die Türen brauchen eh ewig, bis sie zugehen. Wenn ja eigentlich dieser Warnton angeht, dann dauert es noch. Also da. Ach, der nächste ist schon Rudo. Das kann ja gar nicht sein. Wie kommt das denn? Rudo. Hä, warum ist der nächste schon Rudo? Ist die Strecke so kurz? Okay, lol. Schauen wir uns gleich an. Fahren wir da dann noch in die Kehre rein? Sollen wir mal schauen. Scheint wirklich die Endhaltestelle zu sein. Okay, die Taktik ist sehr gut hier. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Jetzt geht's ab hier. Im Chat. Jetzt geht's ab. Sorry dafür. Ich kann es ja mal stumm schalten. Wie wäre das? So, stumm schalten. Türen auf. Zurückbleiben bitte. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ausstieg links. Man muss übrigens jede Ansage, also dieser Zug endet hier, muss man jetzt extra nochmal ansagen. Das macht er nicht automatisch. Auch diese Zurückbleiben und die Türen schließen, das muss man alles extra. So, Türen schließen. Zurückbleiben bitte. Mit 20 dürfen wir jetzt durchfahren. Okay, wir fahren jetzt in die Kehranlage rein. Weil hier geht es nicht mehr weiter, die Linie endet einfach. Hier kann ich auch nicht mehr weiterfahren. So, 20. 25 sogar. Ja, wir fahren hier rein. Ach, das sind alles Kehranlagen, okay. Ja, ziemlich große Kehre, also. Ah, wir fahren da links. Ah, gute Sounds auf jeden Fall. Also ja. 40. So. Ja gut, nicht die Bremse. Da bleibt das doch so instant stehen. Naja, ich würde sagen, das ist geschafft. Machen wir beide Seiten auf. Ah, sie haben ihren Zug im Kehrbahnhof abgestellt. Die Simulation endet hier.
Ja, damit, das war ein sehr kurzes Video, 10 Minuten sehe ich gerade. Ja, das Game werden wir auf jeden Fall nochmal zocken. Ich werde da noch eine Folge machen, da fahren wir eine längere Strecke. Ich hätte gedacht, die wäre ein bisschen länger gewesen. Aber ist halt so. Okay, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Mal schauen, was es wird. Irgendwann bringe ich dann noch diese Strecke, eine längere Strecke. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.